Schönen guten Nachmittag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zum neunten Webinar. Wir äh, beschäftigen uns heute mit äh, einer zweifach rückverankerten Baugrube oder einer Borbfallwand in dem Falle. Und äh, für die, die sich jetzt äh, noch zuschalten, Sie können das Ganze auch auf YouTube äh, runterladen. Wenn äh, irgendwas unklar war oder wenn Sie etwas äh, nicht verstanden haben, senden Sie mir gern eine E-Mail äh, im Nachgang. Äh, wir haben jetzt etwa circa eine Stunde, wo wir das Beispiel einfach mal durchgehen. Und äh, insofern äh, wünsche ich Ihnen viel Spaß. Wir fangen äh, ganz normal an. Ich äh, steige einfach mal ein mit Optum. Sie kennen das, auch wenn es diesen oder jenen äh, etwas, äh, ich sag mal, langweilt. Äh, ich komme nicht umhin, äh, Ihnen nochmal ähm, darzulegen, Optum gibt es in der 2D- und in der 3D-Version. Wir beschäftigen uns hier vorrangig mit 2D. Äh, das ist für die meisten Anwendungsfälle, die Sie im Tagesgeschäft haben, vollkommen ausreichend, geht auch relativ schnell. Der Vorteil bei Optum ist einfach der, dass Sie sowohl die Nachweise im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, das heißt Verformungsnachweise, als auch die Nachweise gegen Versagen, Schnittkraftermittlungen, Bruchzustände mit einer Software ermitteln können. Sie können auch komplexe 3D-Modellierungen durchführen, aber das ist nicht Gegenstand unseres heutigen Seminars. Und Sie haben eine ganze Reihe von Vorteilen bei der Software. Einfach zu bedienen, relativ robust vom Rechenkernel her und nachvollziehbar dokumentiert. Sie haben eine sehr gute optische Kontrolle und selbstverständlich konform zu allen europäischen Normen. Und da kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar ein Vorteil von Optum ist die Integration der Kollaps-Theoreme. Dazu hatte ich ein eigenes äh, Webinar gemacht. Darüber gehe ich jetzt einfach mal hinweg. Wichtig ist, dass Sie einfach mitnehmen. Sie können äh, nach der Kollapstheorie rechnen, genauso wie Sie äh, FEM- und FIC-Reduktionsverfahren zur Ermittlung der Grenzzustände im Tragfähigkeit nutzen. Ähm, obere untere Schranke, äh, nur falls einer von Ihnen das noch nicht gehört hat, äh, statisches und kinematisches Kollapstheorem. Wir nähern uns hier von zwei Seiten der exakten Lösung an. Ähm, wer das mal vertiefen will, äh, bitte beim Webinar 1 bzw. Webinar 5, dort habe ich das etwas ausführlicher erläutert. Und da steigen wir einfach ein beim unser heutigen Beispiel. Was wollen wir machen? Wir wollen. Den Baugrubenverbau in dem Falle einfach mal im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit ermitteln und berechnen. Das heißt, wir wollen uns Verformungen ausgeben lassen für die einzelnen Bauzustände über eine klassische FE-Analyse und wollen das Ganze natürlich auch im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit nachweisen. Hier würden wir die Phi-C-Reduktion nutzen und für das heutige Beispiel. Wir nutzen elastoplastische Berechnungen, Konsolidierungsberechnungen, Grundwasserströmung etc. Haben wir in den vorangegangenen Seminaren gemacht. Heute nutzen wir, wie gesagt, nur die rot hinterlegten Bereiche. Das heißt, 4C-Reduktion und elastoplastische FE-Berechnung. Wir werden uns heute mit Platten und Ankern beschäftigen. Und insofern sind wir auch schon bei dem Beispiel. Wie gesagt, hier nochmal den Überblick was Sie alles mit äh, der Software rechnen können. Also angefangen von der Gründung bis über äh, Verbau bis hin zu Dämmen, äh, Böschungsstandssicherheiten oder Schwergewichts- und äh, bewährte Erde- oder Gabionenwände. Also das äh, Anwendungsgrenzen gibt es da nicht, je nachdem, Sie müssen es halt nur ordentlich modellieren können. Und da kommen wir auch zum Beispiel. Ich habe mal ein praktisches Beispiel ausgewählt. Und zwar. Ist das eine Baumaßnahme, die haben wir gerade in Köln ausgeführt? Das ist eine ähm, ca. 10 Meter, 11 Meter hohe Lärmschutzwand. Äh, die steht auf relativ weichem Baugrund. Äh, deshalb sehen Sie hier blau hinterlegt, sind dort äh, unter der Lärmschutzkonstruktion. Das ist hier eine KBE-Konstruktion, also Kunststoffbewehrte Erde. Äh, da oben sitzt eine Kabillonwand drauf, äh, vor oder parallel an der Bahnlinie. Und äh, hier kommt irgendwo oder irgendwann mal. Ein, äh, eine Baugrube hin für ein Wohngebäude. Und insofern, da die Lärmschutzwand zuerst gebaut wird oder wurde, musste bei dieser Planung äh, ein, äh, ein Baugrubenverbau schon mit integriert werden, aufgrund der Platzverhältnisse Grundstücksgrenze genau an der Kante. Äh, war das nicht anders möglich? Sie sehen es hier ganz äh, grob. Da sind Anker drin. Äh, das Ganze ist in 3D geplant. Das sieht äh, dann so aus. Das wollen wir heute mal nachweisen. Wir haben eine tangierende Bohrpfeilwand, äh, haben insgesamt drei Aushubzustände äh, für die Einbau Ankerlage 1, Ankerlage 2. Oben sitzt ein Kopfbalken drauf. Den werden wir auch mit äh, eingeben und äh, das mal so als Geometrie. Ähm, ja, nächstes Bild sieht so aus, wenn sich das mal von oben angucken wollen, so ein bisschen, äh, damit man besseres Vorstellungsvermögen hat. Ähm, hier ist die, ähm, also die, ist die überschnittene Borpfeilband. Das neue Gebäude kommt dahin, wo die Aushubzustände sich befinden. Und hier haben Sie mal die Ankerlagen. Äh, die Ankerlagen in 3D einfach äh, dadurch, dass die, über 90 Grad versprungen sind, Kollisionsprüfung, dass die nicht aneinander, ähm, ich sag mal, beim Bohrprozess oder beim Herstellen schon sich gegenseitig beschädigen. Insofern ist das 3D geprüft. Was Sie hier braun sehen, ähm, die Lärmschutzkonstruktion sitzt auf einer Baugrundverbesserung auf. Das sind die Baugrundverbesserungselemente, um die müssen die Anker natürlich schön drum umgeplant werden. Insofern hier mal ein relativ. Äh, aufwändige Vorbereitung. Aber das nur als Übersicht. So, und hier sehen Sie äh, mein erstes Foto. Äh, hier wäre der Kopfbalken noch nicht drauf. Das ist, äh, ich sag mal, Arbeitsplan umhergestellt äh, und äh, in dem Bereich sehen Sie hier die Bohrpfähle. Guckt die Anschlussbewährung raus, die werden dann noch abgestemmt und dann kommt der Kopfbalken drauf. Dann wird wieder aufgefüllt und dann wird die Lärmschutzbandkonstruktion und die KBE-Konstruktion gebaut. Die ist mittlerweile fertig. Und hier unten runter, das, was mit Folie abgehängt ist, einfach aus Graffiti-Schutzgründen. Hier unten drunter liegt der Kopfbalken, so wie er da ist. Und das heißt, meine etwa elf Meter hohe Konstruktion sitzt auf dem Kopfbalken aus auf. Hier wird die Baugrube im nächsten Jahr errichtet. Und insofern verständlich war das im Vorfeld die Aufgabe, das entsprechend zu berechnen. Ja, das wäre ein kleines Bild. So sieht das jetzt im Detail aus. Sie sehen es hier nochmal auf der linken Seite der Lageplan. Hier etwa kommt die bewährte Erde und die Gabionenkonstruktion sitzt direkt auf dem Kopfbalken auf. Hier ist das neue Gebäude mal dargestellt, mit grau hinterlegt und gestrichelt. Und rechts davon der Schnitt. Und äh, nochmal eine Ansicht und eine Abwicklung. Hier sehen Sie äh, im Prinzip, das ist die Lärmschutzkonstruktion, die Sie von auf dem Bild gesehen haben. Äh, die Ankerbalken, Aushubtiefe Und äh, das mal der Schnitt im Detail. Äh, wir haben also etwa eine Aushubtiefe von äh, circa, äh, ich sag mal, sechs Metern, äh, die wir hier zu überbrücken haben. Zwei Ankerlagen, äh, eine Bohrpfahlwand. Äh, hier sieht man mal das Detail. Mit den Ankern, die sitzen auf äh, Lücke, das heißt, ähm, die Bohrpfähle werden tangierend äh, gebohrt und hergestellt mit einem, äh, ich sag mal, Plus, Minus, Null sitzen die aufeinander. Äh, hier nochmal das Detail, das sind 88er bewährte Pfähle. Länge äh, sind äh, circa, ich sag einfach mal, 12, 13 Meter. Kopfbalken ist 1,50 Meter 50 hoch, das sehen Sie auf der rechten Seite. Und äh, die Aushubebenen 1, Aushubebene 2 und die Aushubebene 3, der Endaushub, sind auch vorgegeben. Ja, das wäre so eigentlich das Geometrische. Wichtig ist, dass zum Zeitpunkt, äh, wenn wir hier abschachten und die Anker einbauen, hier oben diese äh, vorhin gezeigte etwa 11 Meter hohe Lärmschutzkonstruktion schon draufsteht. Ähm, für die Bohrpfahlwand äh, nutzen wir das Plattenelement, um das zu generieren. Ich hatte das beim letzten Webinar schon gezeigt, mit einer äh, einfachen äh, Excel-Sheet äh, Excel können Sie sich das äh, relativ einfach eingeben. Äh, dadurch, dass äh, das eine tangierende Bohrpfahlwand ist, hat die keine gleichmäßige Dicke. Ich habe hier folgendes gemacht. Äh, der Pfahl hat ja 88, ist aber, da ich tangierend ist, nicht vollständig da. Insofern habe ich hier an, äh, rein theoretisch habe ein bisschen theoretisiert und habe hier eine mittlere Wandstärke von 55 cm mal eingegeben. Das ist, denke ich, durchaus zulässig. Damit äh, rechnen sich Ihre äh, Querschnittswerte aus und führen die dann ein. Der Kopfbalken als solcher äh, hat eigene Querschnittsweite. Der ist ja 1,20 m äh, stark und ähm, 80 etwa hoch. Insofern haben Sie hier zwei. Ich sage mal, Querschnittswerte einzuführen, aber das zeige ich Ihnen dann noch im praktischen Beispiel. Anker äh, ist ein Thema in ähm, Optum und äh, hier haben wir mehrere Möglichkeiten, einen Anker zu generieren. Äh, die meistverwendete und auch das, was wir heute hier machen wollen, ist äh, das, das System A. Hierbei besteht der Anker aus einem sogenannten Konnektor-Element. Dieses Konnektorelement beginnt am Verbau bis zu Beginn der Pressstrecke. Äh, dieses Konnektorelement äh, ist im Prinzip ein, ein Element mit einem äh, kreisrunden Querschnitt und einem definierten Abstand in Z-Ebene. Das wäre unser Ankerabstand und hier geben wir maximal zulässige äh, Zugkraft ein. Dieses Element oder dieser Konnektor trägt nicht zur Verankerung des ähm, Ankers selbst bei. Das wäre der gelb dargestellte Bereich äh, im System A. Und äh, das generieren wir äh, im äh, Optum G2 mit dem sogenannten äh, Geokunststoffelement. Ein reines Reibungselement mit den Querschnittswerten zeige ich Ihnen dann auch. Das heißt, die Verpressstrecke. Ist etwas, wo wir sagen, die Pressstrecke, die zieht es ja aus dem Boden im ungünstigsten Fall raus. Deshalb generieren wir hier das über ein Geokunststoffelement. Ist ich sage mal eine durchaus praktikable Vorgehensweise, weil auch ein Geokunststoffelement, wenn Sie es rausziehen, arbeitet das ja nur über Reibung in der Grenzfläche. Sie haben eine zweite Möglichkeit, Anker einzugeben in Optum, und zwar ist das die Möglichkeit B. Und zwar dort können Sie zum Beispiel vorgespannte Anker eingeben. Dabei ist aber zu beachten, dass bei den vorgespannten Ankern das Ende des Ankers fixiert ist. Das heißt, hier haben Sie Auflagerbedingungen. Sie sehen es hier. Hier sind Auflager dabei. Und äh, dann können Sie hier einen vorgespannten Anker eingeben. Also die beiden Möglichkeiten hätten Sie. Oder alternativ, äh, Sie generieren den Anker überhaupt nicht. Sie lassen sich äh, hier in dem Falle unter Umständen nur die äh, Schnittkräfte ausgeben. Dann können Sie das über einen reinen Auflagerpunkt oder ein Fixed anker element generieren das ist in der ähm, beschreibung äh, von optum äh, relativ ausführlich dargelegt also alle drei varianten führen äh, je nachdem was sie für ein Ankersystem haben zum ziel sie können äh, auch steifen eingeben funktioniert über ein fixed Endanker. Ich hatte das im Webinar 4, glaube ich, im Frühjahr gezeigt. Dort kann man die Steife dann auf dieser Seite als Fixierung eingeben. Auch mit einer Vorspannung oder einer Vorverformung, wie man das möchte. Ja, also Anker werden diese Optionen gegeben. Wir wollen uns heute auf das Thema Element A, sprich einen Litzenanker, bestehend aus einer Verpressstrecke und einem Litzenankerelement äh, beschränken und das mal äh, generieren. Ich zeige das nochmal, ich gehe nochmal zurück ins Bild. Wäre hier 7 Meter Verpressstreckenlänge, das wäre unser, ich sag mal, Blitz, äh, unser, unsere Verpressstrecke, die wir über ein Geokunststoffelement generieren und hier vorne die freie Ankerlänge, äh, die wir über ein Konnektorelement generieren. Oh, und dann wären wir schon beim Beispiel. Ich gebe Ihnen jetzt mal die, ähm, die, äh, die Berechnung frei. So, Sie dürften jetzt äh, den Bildschirm sehen, den ich für Sie vorbereitet habe. Und äh, wir fangen äh, einfach hier äh, mal an mit der Geometrieeingabe. Ich zoome das mal ein bisschen größer. Und hier sehen Sie schon, äh, was, wir, äh, was ich hier vorbereitet habe. Äh, ich hatte das letzte Mal ja gezeigt, äh, wie man die Elemente bedienen. Äh, mit dem Scrollrad der Maus rein, rauszoomen. Äh, hier oben äh, die mittlere Taste ist immer zentrieren. Äh, hier äh, letzte Taste ist Ein- und Ausschalten der Beschriftung für die ähm, Belastung. Äh, Sie sehen hier oben. Habe ich die Bodenarten definiert. Ich habe hier zwei Elemente, zwei Plattenelemente, einmal für den Kopfbalken und einmal für den Bohrpfeil. Und ich habe hier Ankerlage 1 und Ankerlage 2. Die habe ich, die sind rein theoretisch, sind es die gleichen Anker, aber ich habe die mal als Ankerlage 1 und Ankerlage 2 unterschieden. Einfach damit man es visualis besser visualisieren kann. Verpresskörper. Äh, wer über ein Geokunststoffelement generiert. Wir gehen das dann gleich noch im Detail durch. Äh, ich muss natürlich aufpassen. Äh, Sie sehen es hier. Ich zoome das mal raus. Für den oberen Anker würde rein theoretisch meine Verpressstrecke äh, in der Schichtgrenze hier oben liegen. Das heißt, ich habe einmal einen Anteil des Verpressstrecke in, in der Schicht Grün und einmal in der Schicht Gelb. Nun ist das eigentlich ein Punkt, der ist äh, nicht zulässig. Also da wird jeder äh, geschulte Ingenieur sagen: äh, Herold, was, was planst du davon Mist? Ähm, ich gebe Ihnen recht, so sollte man nicht planen, äh, die Reststrecken immer in einer Schicht. Äh, ich habe das hier mal bewusst gemacht, einfach um Ihnen auch die Möglichkeiten äh, zu zeigen, wie man mit sowas umgeht, weil hier und da muss man ja mal, in, wenn es mal Schadensfälle sind äh, und man hat tatsächlich sowas gebaut, auch äh, das generieren. Und um das mal zu demonstrieren, zeige ich Ihnen das. Also wir haben äh, einmal einen Verpresskörper in Schicht Grün und einmal einen Verpresskörper in Schicht äh, Gelb. Gelb wäre ein Kies oder ein Sand und äh, Grün ist im Prinzip ein Lehm. Und äh, das wäre der Grund, warum ich hier zwei Verpresskörper unterschieden habe. So, da gucken wir uns die Geometrie nochmal an. Und äh, dann gucken wir uns einfach mal die einzelnen Teile an. Wie haben wir das Ganze, ähm, ich sag mal, aufgebaut? Äh, Punkt 1 ist der Kopfbalken. Der ist hier oben, der obere äh, Meter oder 80 Zentimeter. Äh, ich gehe hier und dann sehen Sie der Kopfbalken, wie er. Ich kann das hier auch ein bisschen größer schieben, dann sehen Sie es wahrscheinlich besser. So. Kopfbalken, dann erscheint das Eigenschaftenfenster und dann äh, sehen Sie eigentlich alles, was da ist. Äh, wir haben hier äh, Element Kopfbalken, äh, wichtig für Sie. Ähm, die Farbe ist beliebig einstellbar, aber hier ist ein Schalter, der ist für die Standsicherheitsberechnungen immer ganz äh, wichtig. Äh, reduzierbare Festigkeit. Wenn Sie eine VC-Reduktion machen, könnten Sie hier wenn Sie hier auf Ja gehen, auch die Sicherheit äh, so berechnen, dass nicht die Reduktion der Festigkeiten innerhalb des Bodens stattfindet, sondern dass Ihre Scherfestigkeiten oder Biegesteifigkeiten innerhalb äh, des Elementes reduziert werden. Äh, machen wir heute nicht. Ich stelle das hier also auf Nein. Äh, dann haben wir hier Elementgrößen. Äh, wichtig für Sie. Wenn Sie auf der Rückseite des Kopfbalkens eine, ich sag mal, zum Beispiel eine Abdichtung drauf haben, dann können Sie hier das Interface-Element in Schicht 2 entsprechend angeben. Sie können, wenn Sie hier raufgehen, können Sie gucken, okay, Schicht 2 und können hier den, ich sag mal, Reibungsbeiwert zum Beispiel auf 0 setzen würde heißen, dass dann in dem Fall kein Verbund zwischen der Betonaußenhülle oder Betonaußenseite und dem Boden vorhanden ist. Ich habe das mal mit 1 durchgerechnet. Einfach ähm, korrekt wäre es nicht, weil der Kopfbalken normalerweise äh, mit einem äh, bituminösen Anstrich versehen wird. Das heißt, hier wäre äh, 0 das können Sie auch auf der anderen Seite machen, macht nur keinen Sinn, weil auf der negativen Seite hier, das heben wir ja aus, insofern wäre für den Berechnungszustand es unerheblich. Sie können noch eines machen, dass Sie, wenn Sie zum Beispiel zwischen dem Element und dem einen zum Beispiel Momentengelenk einführen wollen, was hier in dem Falle keinen Sinn macht, aber dann würden Sie hier äh, am Ende äh, zum Beispiel noch äh, einem Moment einen Momentenfreiheitsgrad einführen können. Hier in dem Falle äh, ist es durchgängig, das heißt, wir haben eine starre Verbindung äh, und damit ähm, wäre das auch berechenbar. So, die äh, anderen Elemente sind hellblau, das wäre meine Burpfallwand. Da gehen wir hier mal rauf. Die Bohrpfallwand und die Eigenschaften hatte ich vorher eingegeben. Ich habe sie Ihnen ja gezeigt und das finden Sie hier unter Advanced Settings. Das ist zum Beispiel die Durchlässigkeit. Das heißt, der Bohrpfall ist in dem Fall tangierend. Den setzen wir mal als undurchlässig an. Wir haben kein Grundwasser hier, aber man könnte hier auch der Bohrpfeilwand eine gewisse Durchlässigkeit zuweisen, wenn man das möchte. Hier in dem Falle für den Kopfbalken, logisch, der ist undurchlässig. Wichtig ist, es wird aber in der Berechnung jetzt, die ich hier für die Generierung des Netzes habe, nicht genutzt, weil wenn ich auf den Stage Manager gehe, ich habe hier die Geometrie, ich habe hier als Analyse eine Mesh eine Netzgenerierung drin. Insofern weiß er dann schon, okay, ich will hier, wenn ich das berechne, nur ein Netz berechnen und dann schaltet er automatisch bei den Eigenschaften alle, die für die Berechnung nicht maßgebend sind, aus. Deshalb hier unten Not Relevant for the Analysis. Das heißt, für diesen Berechnungsgang wären die Steifigkeitsparameter, Biegemoment äh, etc., B-Gewicht und so weiter. Ähm, diese äh, Daten haben wir eingegeben. Wir haben das äh, wie folgt gemacht. Äh, ich könnte, wenn ich jetzt mir einen neuen Bohrpfeilwand generieren wollte, würde ich hier auf Material gehen. Äh, ich will das Plattenelement generieren und würde äh, hier eine Platte, Hernehmen, dann entscheint hier neues Material. Ich schreibe mal hier rein Test, würde dem dann eine neue Farbe zuweisen, machen wir es mal Giftgrün. Ich möchte die Festigkeiten nicht reduzieren und ich habe hier mein Parameterset. Das, was ich Ihnen gezeigt habe, hier würde ich jetzt alle meine Kenndaten eingeben, die ich für den Balken mir ermittelt habe über die kleine Excel-Tabelle. Und damit wäre das Ding auch zuweisbar. Das heißt, ich könnte jetzt hierher gehen und können sagen, okay, ähm, mein Bohrpfeilwand wäre Testelement. So, dann erscheint das hier grün. Ähm, das ist aber etwas, was wir, äh, ich sag mal, nicht wollen. Wir haben unsere Bohrpfeilwand vordefiniert. So, also blau. Damit können Sie es eigentlich auch korrigieren. Ähm, dann haben wir hier unsere, ähm, ich sage mal, Connector-Elemente. Und äh, die Connector-Elemente, die generieren wir uns genauso. Und zwar, äh, ich habe die schon mal vordefiniert, aber wenn ich die einfach generieren wollte, gehe ich auf Neues Material, Connector. Und äh, dann äh, kann ich hier eingeben Ankerlage X, nenne ich sie mal, und äh, würde jetzt hier meine Kennwerte eingeben. Für die Ankerlage meine ähm, Biegesteifigkeiten hier e mal a, was kein Problem ist, meine äh, entsprechende äh, Spannung äh, oder Maximalkraft, die das Ding aufnehmen kann und den horizontalen Abstand, zum Beispiel 2,5 Meter. Und dann wäre das okay. Dann hätte ich meinen Anker entsprechend definiert. Ich kann das auch über Parameter zb machen. Das muss man im Prinzip mal nachlesen. Bei Ankern gehe ich eigentlich immer über Parameter ZB. B. Das ist etwas einfacher. Und zwar gibt man hier nur den E-Modul ein vom Stahl. Je nachdem, was ich für einen Stahl habe, für ein Stahlelement, das wären hier rund 21.000 Megapascal für Stahl und meine Bruchspannung oder Fließspannung in dem Falle. 500 Megapascal oder wenn ich einen Litzenanker habe, dann wäre es sicherlich sinnvoll, wenn ich dann hier äh, 1550 auf 1750 dann entsprechend das eingebe. Äh, hier dann noch meine Querschnittswerte, das heißt, wie viel Quadratzentimeter Stahl habe ich pro Anker? Äh, sagen wir mal, ich habe 10. Da muss man eine Handzahl Litzen das einfach mal durchgehen und meinen Horizontalabstand. Und dann hätte ich meinen Anker hier schon bis zum Verpresskörper definiert. Das habe ich schon mal getan. Sie sehen es hier bei meiner Ankerlage 1. Ich habe das über das Parameter B gemacht. Stahl, die Fließspannung. Ich habe meinen Querschnitt eingegeben und einen horizontalen Abstand mit 1,8 Meter. Die Ankerlage. Zwei, sieht ähnlich aus, die hat nur ein bisschen andere Farbe. Wir sehen es ein bisschen dunkler, ein bisschen heller und ist aber hat die gleichen Kennwerte. So, dann hätte ich meinen Konnektor hier und meinen Anker hier unten ermittelt und belegt. Und dann muss ich mir noch meine Verpresskörper angucken. Und da habe ich den Verpresskörper 2 und den Verpresskörper 1. Und, ähm, und da ist es so: bei den Verpresskörpern. Geben Sie hier, wenn Sie mit dem Parameter Set A arbeiten, ähm, Sie können auch hier mit dem Parameter Set B äh, arbeiten, aber wir arbeiten mit A. Geben Sie hier im Prinzip nur ein, den, äh, ich sage mal, die, die ähm, Bruchspannung pro laufenden Meter. Und ähm, dann auch nochmal die äh, E mal A für den, für den Anker ist das gleiche, was Sie hier vorne schon bei dem Connector-Element äh, ermittelt haben. Bitte äh, keine reduzierbaren äh, Festigkeiten mit eingeben und äh, dann wären Sie dann schon fertig. Äh, die Anker sind, ich sage mal, in dem Falle durchlässig, spielt aber keine Rolle. Äh, korrekt wäre hier ausklicken. Ähm, wichtig für Sie ist, wenn Sie sich das angucken, äh, wenn wir uns die hier angucken, ähm, bei, äh, wenn wir die angeben, Sie müssen dann natürlich noch, wenn Sie die Ankerelemente, die Verpresskörper zugewiesen haben, hier, wenn Sie zugewiesen haben, äh, können Sie natürlich noch Ihre Mantelreibung äh, entsprechend äh, angeben. Und hier wollen wir mal bei äh, dem ähm, Presskörper, der sich im Bereich äh, des äh, ich sag mal, Schluffs äh, befindet, eine Reduzierung äh, der Grenzflächenreibung herbeiführen. Das kann passieren, wenn dort zum Beispiel Wasser dabei ist oder viel Wasser drin ist, dann kann das untermischten der Fall sein. Was ich Ihnen hier zeigen will, ist einfach nur, äh, dass Sie auch hier eine, äh, einen Reduktionsfaktor für die Verbundfestigkeiten der Grenzfläche hier ja, problemlos einführen können. Ähm, Im Kies. Es spielt überhaupt keine Rolle. Äh, hier haben wir einen vollen Verbund, das heißt, mein Verpresskörper ist voll verzahnt äh, in diesem Bereich hier unten und hier unten genauso. Und ähm, das wäre ähm, die Eingabe vom Anker. Gut, äh, geometrisch ist es so, dass Sie, äh, wenn wir hier oben mal reingehen, äh, wenn Sie so einen Anker definieren wollen, Sie. Äh, geben sich, ich, ich gebe das jetzt einfach mal ein, ich mache mal einfach hier noch einen Anker hin, eine dritte Ankerlage. Ich wollte 50 cm dritte Ankerlage, würde dann meine Neigung eingeben oder meine Entfernung würde mir das ausrechnen und dann würde ich erstmal eine Linie haben. Diese Linie würde ich jetzt mit einem, Sie sehen es hier oben, mit dem Connector-Element belegen. Das heißt, ich gehe hier auf Connector und gebe hier das Connector-Element ein. So und jetzt kann ich mir aussuchen, wenn ich, ähm, je nachdem, was das für ein, für ein Anker sein soll, könnte ich hier äh, zum Beispiel Ankerlage 2 oder Ankerlage, ja, nehmen wir mal die Ankerlage X, das ist die, die wir hier haben. Damit belege ich das. So, und das wäre Ankerlage X. Und damit sollte das eigentlich dann auch grün erscheinen. Genau. Wenn Sie jetzt hier einen Anker eingeben wollen, der fixiert ist, das hatte ich Ihnen vorhin noch gezeigt, können Sie natürlich hier auch einen, den fixed anker wählen und geben den dann hier ein. So, und dann ist der Anker hier hinterlegt. Problem bei dem ist, hier müssen Sie jetzt im Prinzip mal gucken. Der hat äh, auch die Fläche äh, und hier können Sie die Neigung eingeben. Das heißt, bei dem Anker, wenn Sie die Neigung ändern wollen, so würde er hierzu nicht passen. Äh, müssen wir mal minus 20 Grad eingeben und dann werden Sie sehen, der dreht sich dann entsprechend, wenn ich äh, rumgehe, sagen wir mal minus 180. Dann kriegen Sie den schon genau auf die Richtung. Äh, wenn man 20 Grad, 160, wäre etwa die Richtung vom Anker. Wenn er 20 Grad hat, sagen wir 50. Jo. So, und dann ist er in Ankerrichtung. Dann haben Sie im Prinzip hier das Ende fixiert. Ähm, das soll aber nicht Gegenstand heute sein. Wir wollen mit den beiden oberen äh, das Ganze berechnen. Und äh, damit wären wir eigentlich schon rechenfertig. Äh, wir müssen uns jetzt nur unsere einzelnen Zustände entsprechend generieren. So, und ähm, da macht es sich immer ganz gut. Ich hatte das, das letzte Mal gezeigt, wenn Sie als erstes. Äh, erstmal nur ihr Netz generieren. Und das sehen Sie hier. Äh, ich habe mal hier Folgendes gemacht, dass ich hier einfach nur die Linien und die Bodenarten reingenommen habe und die Randbedingungen. Und äh, ich gucke mir jetzt einfach mal an, wie mein Netz aussieht. Und Sie sehen es hier an den, an den neuralgischen Punkten habe ich äh, Mesh-Fans und äh, entsprechend Mesh-Fans gesetzt. Das heißt, die Mesh-Fans verfeinern hier automatisch mein Netz an diesen Punkten. Äh, das kann ich beliebig machen. Ich gehe auf Mesh-Fan und suche mir einen Punkt aus. So, und jetzt setzt er hier diesen Mesh-Fan. Das heißt, er würde hier radial um diesen Punkt herum das Netz verfeinern. Wenn ich eine Linie verfeinert haben will, gehe ich auf Mesh-Size. Ich äh, gucke mir mein Element an kann das zum Beispiel anklicken oder ein paar Presskörper möchte ich hier hinten äh, verfeinern Gehe ich klicke ich das an bis er farbig hinterlegt ist Mesh Size und äh, gebe dann hier meine Mindestelementgröße an und dann verfeinert der das Element entsprechend so äh, wir haben hier was geändert insofern wird die Berechnung immer gleich äh, die alte Berechnung ausgebucht äh, und äh, hier vorne wird der Haken gesetzt als zu berechnen ich möchte das Netz nur generieren und ich gebe hier unten die Anzahl meiner Elemente ein. Ich, ich gebe mal hier etwa 500 Elemente ein, das wäre meine Startelementzahl und gucken wir das Ganze an. So, jetzt wäre mein Netz generiert und Sie sehen es hier, der hat hier automatisch verfeinert. Hier hatte ich die Mesh-Fans gesetzt, hier habe ich mein Element verfeinert für den Verpresskörper, macht durchaus Sinn. Und hier hatte ich den Bohrpfeil, Komplett äh, verfeinert mit 10 cm Elementen. Äh, wir können das Ganze nochmal durchrechnen. Wenn ich jetzt das überprüfen will und sage, okay, ich möchte halt mehr Elemente haben, äh, klicke ich hier oben auf, bis das Ganze wieder äh, auf äh, zu berechnen steht und gebe jetzt mal hier 2000 Elemente ein. Dann gucken wir uns mal an, was er macht. Dann müsste er hier oben, hat er jetzt auch äh, etwa die Elementzahl erhöht. So, und dann sehen Sie hier automatisch, haben Sie, ist das restliche Netz deutlich verfeinert. Also da kann man ein bisschen rumspielen. Das geht auch relativ schnell, bis Sie das Gefühl haben, dass Sie ein ordentliches Netz haben. Ich persönlich würde es dann wahrscheinlich auch so machen, dass man sagt, okay, für die Verpresskörperstrecken macht es durchaus Sinn, dass man den Verpresskörper entsprechend auch ein Netz verfeinert und dort generell das Ganze so mit äh, eingibt und ja, dann gucken wir uns das Ganze mal an. 2000 Elementen, Sie sehen es, jetzt wären wir äh, bei deutlich mehr Elementen. So, und jetzt sehen Sie, dass äh, auch das hier äh, komplett verfeinert ist. Also das sieht ganz gut aus. Und jetzt müssen wir uns Gedanken machen über die Rechenabläufe. Ähm, also Netz hätten wir jetzt so ganz grob, da hat wir eine Idee, wenn ich jetzt weitergehen will mit dem, mit dem Netz, wenn mir das gefällt, gehe ich einfach hier nur auf Kopieren. So und dann habe ich automatisch einen Zustand, wo ich weiß, das Netz funktioniert, die Geometrie funktioniert und er übernimmt mir meine Randbedingungen. Und jetzt kann ich im Prinzip hergehen und kann hier meinen nächsten Bauzustand generieren. Zum Beispiel, ich möchte jetzt den Aushub 1 oder ich möchte als erstes den Ausgangsspannungszustand äh, berechnen. Äh, den brauche ich ja immer. Dann würde ich das einfach so durchlaufen lassen. Das wäre jetzt ähm, hier schon passiert. IS ist der Ausgangsspannungszustand. Wie würde ich das machen? Äh, ich benenne das Ding einfach mal äh, IS01, einfach nur, damit es einen äh, Ausgangsspannungszustand hat. Ich habe keinen Vorgänger und ich möchte hier die Ausgangsspannung ermitteln. Dann geht hier unten ein Fenster auf. Er fragt mich nach dem Elementtyp. Ich will ein 6-Gaus-Knotenelement nehmen. Das ist eigentlich für die Berechnung, die wir machen, komplett ausreichend. Und ich gehe mal mit 2000 Mindestelementen rein und würde hier mir meinen Ausgangsspannungszustand berechnen wollen. So, wir dürften das jetzt eigentlich auch sehen. Er rechnet jetzt durch. Dauert jetzt zwei Minuten. Und. Ähm, dann, wenn er durch ist, erscheint mein Ergebnis und ich kann mir hier äh, einfach auch mal die Spannungen im Ausgangsspannungszustand angucken. Klar, logischerweise, äh, das wären die äh, Vertikalspannungen, äh, sind relativ äh, geradlinig, homogen. Äh, ich kann mir die in X-Richtung angucken, äh, sind auch etwa analog. So, und da ich keine weiteren Spannungen habe, alles gut. Was Sie aber hier schön sehen ist, hier haben wir ein kleines Problem drin in unserer Berechnung. Hier habe ich irgendwo vergessen, mein Pfahlelement rauszunehmen. Das heißt, hier ist schon ein Stück Pfahl drin. Das sollte eigentlich nicht sein. Wenn ich das rückgängig machen will, gehe ich wieder auf den grünen Balken und gehe hier auf Geometrie. Und dann muss ich hier aufklicken und gehe auf rechte Maustaste und äh, entferne mein Plattenelement. So. Und äh, dann könnte ich das Ganze ganz normal ausgangsspannungszustand fehlerfrei durchrechnen. Äh, das habe ich für Sie schon mal getan. Ähm, ich lösche den, die Berechnung jetzt mal weg. Und ich habe jetzt hier meine Netzgenerierung, haben wir uns angeguckt. Und ich gehe immer mal auf Ergebnisse. Und äh, ich habe jetzt hier einen Ausgangsspannungszustand oder machen wir es mal anders, nur die Geometrie. Das wäre die Geometrie des Ausgangsspannungszustandes. Das heißt, ich habe nur den Boden. Dann würde ich im nächsten Arbeitsschritt einen Pfahl einbauen. Das heißt, Sie sehen hier, ist Folgendes passiert. Ich habe hier oben den Boden ausgetauscht. Ich habe unterhalb der, äh, des Bauwerkes für die äh, Lärmschutzwand, habe ich im Prinzip einen Bodenaustausch eingebaut. Ich habe die Belastung aus, dem, aus der Lärmschutzwand hier generiert. Das ist 11 Meter hoch, ist eine Gabione. Da wollen wir mal eine Auflastspannung von 120 Kilo über Quadratmeter generieren in dem Schnitt. Und ich habe, die habe ich hier eingegeben, als, wenn ich mal raufgehe, das ist eine verteilte, begrenzte Linienlast. Die könnte ich auch ich sage mal, entfernen oder Gebe die dazu. Okay, ähm, kann ich genauso machen. Eine verteilte fixierte Last. Ich gebe dann hier meine Werte ein, wenn ich die eingebe. Und äh, bitte mal aufpassen, äh, Lasttyp wirkt ungünstig für meine Berechnung und ist eine Permanentlast. Also ich könnte hier auch eine Verkehrslast angeben, aber die Gabione als solche, da oben, die Lärmschutzwand, ist sicherlich eine äh, Permanentlast und dass das Ding ungünstig wirkt, ist den Beteiligten auch klar, denke ich. So, und äh, jetzt ist Folgendes passiert. Äh, Sie sehen hier jetzt, äh, da ich diesen Zustand geändert habe, äh, sind die anderen auch alle in der Berechnung aufgehoben. Die waren vorher grün. Warum ist das so? Weil ich habe natürlich meine Folgeaushubzustände immer auf dem Ausgangsspannungszustand aufgebaut. Das heißt, ändere ich den Ausgangsspannungszustand, muss ich die anderen alle auch mit neu berechnen. Das wollen wir dann auch mal tun, aber ich will Ihnen die eigentlichen Zustände noch mal zeigen. Das wäre der Einbau des Pfahl. Das heißt, hier habe ich meinen Pfahl drin, habe meine äh, wundervolle Lärmschutzwand stehen und noch keinen Aushub. Kopfbalken ist drin und Pfahl ist drin. Aushub 1 sieht so aus. Dann habe ich hier bis 50 cm unter erster Ankerlage ausgeschachtet. Äh, ich habe meine volle Last oben drauf, habe meinen Kopfbalken, habe meine Pfahlwand. Anker ist noch nicht drin. Nächster Aushubzustand wäre dieser. Das heißt, ich habe abgeschachtet bis 50 Zentimeter unter die zweite Ankerlage. Der Anker ist noch nicht drin. Mein oberer Anker ist aber drin und gleiche Belastung. Und dann hätte ich noch meinen dritten Aushubzustand. Das ist der, das ist der Endaushub. Dort habe ich den Anker eingebaut und habe den Restaushub getätigt. Das wäre im Prinzip die finale Geschichte. Sie sehen es, das wären die Zustände. Und äh, ja, eins, zwei, drei und dann äh, rechnen wir das durch. Wichtig für Sie ist, äh, wenn Sie das berechnen, immer hier aufpassen, äh, von welchem Auszugzustand Sie kommen. Also wenn Sie hier raufgehen, bei dem zum Beispiel äh, den Einbau des Pfahls äh, oder den ersten Auszugzustand, da kommt nach Einbau Pfahl. Dann äh, nach dem Einbaupfahl kommt der Auszug 1. Äh, dann äh, gehe ich das so eins nach dem anderen durch und äh, im Prinzip sitzt dann hier immer diagonal rüber der zustand Es macht sich ganz gut, wenn man das auch äh, beschreibt, ordnungsgemäß. Sie können das äh, hier jederzeit machen. Sie können auch hier die Breiten ändern, äh, dass Sie ein bisschen Platz haben und das eingeben können. Ja, äh, was machen wir? Wir machen eine elastoplastische Berechnung. Äh, wir haben immer sechs Gauss-Knoten-Elemente äh, und äh, sechs Knoten-Gauss-Elemente, so rum, Entschuldigung, äh, eine Netzverfeinerung machen wir nicht. Äh, kann man machen, äh, aber in dem Fall, damit es schneller geht, nicht. Und einheitlich 2000 Elemente. Das rechnen wir jetzt einfach mal durch. Ich muss mal gucken, ob ich Ihnen äh, den, den Rechenscreen noch mit äh, zeigen kann. Äh, Müssen wir mal gucken. Ob der freizugeben ist. Sie sehen den noch nicht. Er rechnet jetzt durch. Ich gucke mal, ob ich Ihnen. Ja. Oh, ich gebe Ihnen mal den anderen Bildschirm frei. Hier sehen Sie den Rechenmodus. Das kommt dann auch bei Ihnen am Bildschirm. Und hier sehen Sie schon mal die einzelnen Aushubphasen. Er gibt Ihnen dann immer an. Hier kommt dann die maximalen Verformung oder die Ergebnisse nochmal. Bei den lastoplastischen Berechnungen zeigt er Ihnen dann die maximalen Verformung an. Hier sehen Sie schon, erste Ankerlage haben wir sieben Zentimeter, zweite Ankerlage eingebaut 8 Zentimeter und äh, im ähm, ich sag mal Endzustand Maximalaushub mit zwei Ankern so zehn Zentimeter hätten wir hier. Und das mal so eine Indikation hat, äh, wie äh, das Ganze äh, zu sehen ist. So, das heißt, hier sind die jetzt grün hinterlegt, Entschuldigung, ähm, das heißt, die sind alle berechnet und jetzt können wir uns ja mal die Ergebnisse ganz entspannt angucken. Einbaupfahl ist klar. Da können wir uns mal angucken, für was wir da haben. Das wäre Einbaupfahl, folgender Punkt. Beim Einbaupfahl, Sie haben hier eine, die Belastung aus der, aus der Lärmschutzwand. Hier bauen Sie einen Pfahl ein. Da kann man sicherlich mal gucken, was in dem Pfahl für Momente drin sind. Hier haben Sie im Pfahl natürlich einen Moment, weil die Auflast natürlich auch auf Ihrem Pfahl wirkt. Der ist hier irgendwo gestützt. Stützt sich auf das Erdreich auf. Das ist nicht viel, wie Sie hier oben sehen. Das sind so rund 11 oder 15 Kilonewtonmeter. Das ist äh, eigentlich relativ wenig, vernachlässigbar. Aber äh, durch diese Auflast auf der Seite wird der Pfahl natürlich auf die andere Seite gedrückt. Äh, Sie können sich auch die Normalkräfte im Pfahl angucken lassen angucken, oder die Scherkräfte, die da sind. So, Und hier haben Sie äh, dann natürlich beim Kopfbalken oben die entsprechenden ich sag mal Umschläge hier unten wird wahrscheinlich dann durch die Bodenschichtgrenze die Auflagerbedingungen geändert sein und insofern haben Sie hier die Querkräfte auch in der Richtung. Wenn Sie sich wie gesagt dort noch andere Dinge angucken wollen, die Dehnung zum Beispiel Xy-Richtung finden Sie das alles hier oder die Gesamtspannungen Xy, ist dann hier. Sie können auch nochmal die Materialien angucken, E-Moduli. Also hier können Sie noch mal kontrollieren, ob Sie äh, bei den äh, Teilen da, äh, ich sage mal, alles richtig eingegeben haben. Kontrolle hilft da, optische Kontrolle immer ganz gut. Also wir haben den Pfahl eingebaut. Das ist sicherlich nicht der entscheidende Zustand. Aber jetzt kommen wir in Aushub 1. Und Aushub 1 ähm, ist ja das Thema, dass wir hier ähm, einfach gucken wollen, was haben wir denn für Verformungen, was haben wir denn für äh, entsprechende Schnittkräfte. Und da gucken wir uns als erstes mal die Horizontalverformungen im Boden an. Das wären die Horizontalverformungen im Boden. Die können wir uns raussuchen mit dem Rädchen. Das heißt, hier würde der Boden äh, offensichtlich äh, durch die äh, Kraft, die hier oben drauf sitzt, äh, hat der Boden die größten Verformungen hier. Das heißt, wir können hier oben mal reingucken, äh, wo wir liegen. Wir liegen so bei zweieinhalb Zentimetern etwa. Das heißt, der Punkt verschiebt sich um zweieinhalb Zentimeter in diese Richtung, was auch normal ist, weil, wenn Sie äh, ohne Stützung Auflast haben, äh, geht das in die Richtung. So, wir können noch mal gucken, was unser Pfahl macht, wie der sich verformt. Da gehen wir aber auf Displacements immer hier auf der, auf der linken Seite, das sind die Flächenelemente, sprich Boden, und auf der rechten Seite sind die Strukturelemente, also alles, was Platten oder anderartige Elemente sind. Und da gucken wir uns einfach mal die, ähm, ich sag mal, X-Richtung an. So, und äh, da haben wir jetzt hier die Verformung von der äh, wundervollen, ähm, vom, vom Kopf und da sind wir etwa bei äh, drei Zentimetern hier oben. Würde der nach hier auslenken, logischerweise nach hier. Wir haben einen Fehler gemacht. Die Verformung trägt da jetzt auf dieser Seite immer auf der positiven Seite auf. Wenn Sie die Verformung auch in die Richtung abgebildet haben wollen, in die es geht, müssen Sie im Prinzip den Stab nicht von oben nach unten definieren, sondern von unten nach oben. Das kann man problemlos machen. Sie können das einfach dann nur umkehren, aber. Spielt jetzt keine Rolle für die Größe der Verformung und für die Verformungslinie ist das hier klar. Zweieinhalb Zentimeter Auslenkung in die Richtung. Äh, was haben wir für, wenn äh, wir uns die Erddrücke angucken wollen, die hier entstehen, äh, können wir einfach mal gucken. Äh, dann haben wir hier einfach, äh, geht es ein Fensterchen auf, einmal tangential und einmal rechtwinklig zum Plattenelement, logischerweise rechtwinklig, positive oder negative Richtung. Da können wir nochmal in die Geometrie gucken. Positiv ist immer hier auf der Seite, so haben wir es definiert, negativ hier. Das heißt, wir gucken uns einfach mal an äh, den Erddruck auf der äh, einwirkenden Seite. Das wäre positiv. So, das wäre der Erddruck, den wir hier haben. Können wir uns angucken. Das wäre der Erddruck mal verteilt hier in dem Bereich. Und äh, dann gucken wir uns den widerstehenden Erddruck an. Das wäre dann links davon. Negativ, das wäre hier. Das wäre die Erddruckfigur, die wir hier rechnerisch ermittelt haben aus diesem Bereich. Das kann man noch ein bisschen feiner machen. Sie sehen hier an den, ähm, ich sag mal, Übergängen von Schichten, da ist so ein kleiner Sprung drin. Das muss man dann durch eine Netzverfeinerung äh, da nochmal äh, etwas anpassen, wenn man das möchte. Aber äh, so vom Tendenz her passt das. So, die Kräfte, Normalkräfte äh, im, äh, in der Platte. Scherkräfte wären hier oder Moment. Und die können sich im Prinzip ausgeben. Sind wir hier oben, können Sie Werte ablehnen, so 310 Kilonewtonmeter als äh, Maximalmoment. Ähm, ja, das wäre so das äh, Thema hier für den Aushub 1. Dann kommen wir zum spannenden Aushub 2. Äh, da habe ich mal die Momente schon mal eingegeben. Hier sehen Sie, der Anker ist drin. Wenn ich mir jetzt meine Ankerkräfte ausgeben wollte, dann äh, gehe ich hier wieder auf die Strukturelemente und gucke einfach mal, okay, wie sieht es aus? Und hier finden Sie jetzt äh, zum Beispiel die äh, Connector Forces oder die Kräfte im, äh, ich sag mal, in der jeweiligen, im, im, im Ankerelement. So, und da bin ich hier und da sehen Sie 167,9, 167,9. Das Ding ist konstant durch, das ist eine numerische Ungenauigkeit. Das heißt, hier bin ich bei circa 167 oder 168 Kilonewton. Die pro Anker mit dem Abstand 1,8 Meter wirken. Hier unten habe ich keine. Das Ganze kann ich mir auch für die Verpressstreckenkörper angucken. Und hier bei der Verpressstrecke habe ich natürlich entsprechend meinen Aufbau. Das heißt, hier hinten fängt das an. Mein Verpresskörper, die Kraft wird eingeleitet, baut sich auf und baut sich hier wieder. Ab, in, hier habe ich in dem, äh, Moment, in dem Bereich, hier bin ich im bindigen Boden, deshalb ist das ja auch unterschiedlich. Äh, hier bin ich deutlich geringer, das heißt hier kann ich mir angucken, wie baut sich meine Ankerkraft auch auf. Wie sieht das mit den Verformungen aus im Boden? X-Richtung wäre hier. Und äh, jetzt könnte ich mir natürlich auch noch mal angucken, ja, wenn ich das wollte, wie das Ganze sich so ein bisschen verformt. So. Einfach, wenn ich mal eine optische Kontrolle haben will, wie das Ganze geht. Und da sehen Sie schon, was passiert. Äh, klar, den Anker wird es belasten. Ich hätte hier eine Senkungsmulde hinter der Wand und äh, im Fußbereich. Kritisch ist im Prinzip das Fußauflager, weil hier stützt sich die Konstruktion eigentlich direkt gegen den Boden ab. Ich habe auch hier oben die größten Verformungen. Wir liegen jetzt hier bei so rund sieben Zentimetern. An Horizontalverformungen, die ich hier oben habe, oder 5 cm, Entschuldigung, 5 cm Horizontalverformung. Gesamtverformungen sind etwa 7. So, äh, Erddruck kann ich mir auch wieder angucken. Äh, und hier äh, gucke ich einfach wieder, was passiert im Fußauflager. Das heißt, die negativen Kräfte hier sehe ich, was beim Fußauflager ist. Ich, ich mache mal eins, ich schalte mal die. Aus Fußauflage habe ich natürlich einen relativ äh, hohen Erddruck hier, weil hier äh, aktiviere ich jetzt den passiven Erddruck, weil ich hier eine gr relativ große Verformung habe. Das heißt, hier äh, steigt jetzt mein Erddruck an. Äh, in der, auf der anderen Seite äh, wäre das mein Erddruck hier und hier steigt er jetzt auch an, weil mein Pfahl im unteren Teil dreht sich ja auch aufgrund der Verformung gegen das Erdreich hier. So und äh, ja, wir können noch mal äh, gucken, was die Gesamtverformung angeht. Das wäre ein Bild für die Gesamtverformung, aber wichtig für uns sind ja erstmal nur die Horizontalverformung. Nächster Zustand habe ich mal vorbereitet. Das wäre jetzt äh, dieser, da ist der Anker 2 drin, Endaushub. Und hier habe ich schon mal die Ankerkräfte äh, angegeben. Und da sehen Sie im Prinzip die Normalkräfte in den äh, Ankern bin ich bei etwa 190 kN in der oberen Ankerlage und hier unten bin ich bei 346 kN in dieser Ankerlage. Ähm, Erddruck wollte ich mir auch angucken, passiver Erddruck hier oder äh, dann äh, auf der Einwirkungsseite dann wieder rechts davon wäre hier. So und äh, auch hier kann ich wieder mal gucken, wenn ich das Ganze ein bisschen optisch darstellen will, wie das Ganze läuft. Dann kann ich mir das Ganze hier angucken. Ja, das ist aber eher so nur, dass Sie eine optische Kontrolle haben. Ähm, Normalkräfte im Bohrpfeil. Äh, hier sehen Sie hier oben Versprung drin. Logischerweise, wenn Sie einen Anker hier haben, dann bringt der Anker bei einer Neigung von 20 Grad auch eine Normalkomponente äh, nach unten. Das ist dieser Versprung, der hier drin ist. Äh, Querkräfte gucken wir uns mal an. Logisch, hier ist Querkraftsprung. Und ich habe dann natürlich auch die Momentenlinie hier. In dem Fall ist im Prinzip hier Maximalmoment hier unten. So, das wäre im Prinzip die Berechnungen hier. Ich kann mir auch meine Verformung nochmal angucken. X ich kann das, wie gesagt, auch nochmal animieren, wenn ich das möchte. Nicht irritieren lassen von dem äh, schwarzen Loch hier. Äh, die Verformungen hier, äh, die angegeben werden, sind stark überhöht um das 30-fache. Ich kann das hier auch entsprechend kleiner machen. Wenn Sie oben raufgehen, äh, können Sie es auch entsprechend im Faktor die Verformung überhöhen. Das geht relativ schnell. Das muss man einfach mal gucken, wie man es äh, hat. Das heißt, äh, wir wären jetzt hier so weit, dass wir für den äh, Endzustand, ein, ich sag mal, die Horizontalverformung, die Vertikalverformung, die Schnittkräfte äh, ermittelt haben. Und jetzt äh, interessiert uns natürlich, wir haben auch die Ankerkräfte, äh, jetzt interessiert uns natürlich für diese äh, Konstellation. Äh, wie schaut es denn aus? Äh, wie, wie standsicher ist denn das Ganze? Weil üblicherweise würden sie ja jetzt hergehen und würden für diese Konstruktion einen Geländebruchnachweis führen. Weil das ist ja ein äh, Modus, den Sie äh, noch überprüfen müssen. Äh, passt das alles? Logisch, wenn Sie hier eine 10 Meter hohe Wand drauf haben, äh, ist unter Umständen ja auch das Thema Geländebruch eines, das Sie untersuchen sollten. Und das äh, würden wir hier jetzt einfach mal machen: die Gestandsstandssicherheit überprüfen. Und zwar einfach über eine äh, c reduktion beziehungsweise über eine Upperbound-Berechnung. Das heißt, dass wir hier mal gucken, was passiert denn, wenn ich meine Belastung so weit steigere, um mir den Sicherheitsfaktor zu ermitteln. Und da gehe ich einfach mal hier in die Berechnung rein. Ich schalte die mal aus. Dann muss ich natürlich etwas anders rechnen. Das heißt, ich möchte wissen, welches Sicherheitsniveau habe ich jetzt hier oder welche Sicherheiten. Dann habe ich meine Konstruktion. Ich muss eines machen, wenn ich äh, eine Grenzwertanalyse mache, muss ich natürlich dem System sagen, pass auf, du musst von Startpunktbelastung 0 bis Belastung x rechnen. Hier in dem Falle äh, muss ich dann aus meiner äh, fixierten oder fest vorgeschriebenen äh, Auflast eine äh, veränderbare Last machen, das heißt eine Multiplier-Load. Das äh, würde dann intern von 0 beginnen bis zum Maximalwert von 120. Iterativ hochrechnen. Und ich muss natürlich eins machen, ich muss äh, eine Grenzwertanalyse anstellen. Äh, ich gehe auf die Lower Bound Elements in dem Falle, keine 6 äh, äh, keine, keine Gauss Knoten, weil das funktioniert äh, hiermit nicht. 2000 Elemente und ich gehe mit einer äh, iterativen Netzberechnung rein. Und äh, ja, damit könnte ich schon mal gucken, würde das einfach durchrechnen. Sie sehen es. Äh, hier kann man immer noch mal kurz prüfen. Das sind, meine, das sind die einzelnen Rechenschritte. Das ist Phase 2. Hier iteriert er sich ein. Das ist die Phase 3. Hier ist das Solver. Da sieht man immer, wo man landet. Und da wären wir auch schon fertig. Und da sehen Sie hier, wir haben eine Standsicherheit von 1,09. Klingt erstmal gut. Das heißt, wir sind komplett fast auf Punktlast, Fangs 0, fast null gelandet. Und jetzt gucken wir uns das gleiche mal an. Idealerweise sollte ja, wenn ich das Ganze mit Fice-Reduktion rechne, auch rauskommen. Das zeige ich Ihnen aber dann. Aber für das hier ist ja mal interessant, wie denn mein Verformungsbild aussieht. Und äh, ja, da könnte ich mal. Äh, hierher gehen und hier sehen Sie schon, was passiert. Das Ganze würde hier in der Form versagen. Das wäre mein, mein Bruchbild. Irgendwo geht die Bruchfuge dann hier unten auch durch den Pfahl. Das heißt, hier in dem Bereich wird wahrscheinlich die, ich sage mal, zulässige Grenzlast für den Pfahl überschritten. Und insofern wäre das die ungünstigste Bruchfigur. Hier oben kann ich immer noch mal, wenn ich das farblich ein bisschen Animieren, anders darstellen will, die Bruchlinie, gehe ich mal hier rein. Das wäre etwa so die Bruchlinie. Hier habe ich mein Fußauflager, das versagt. Hier hinten äh, würde der äh, hintere Teil versagen und meine Anker würde es dann hier in der Form rausziehen. Also einfach nur mal optisch. Das heißt, wir sind bei einer äh, Standsicherheit von circa 1. Und das Gleiche habe ich nochmal mit einer phi reduktion für Sie vorbereitet. Phi-C-Reduktion, äh, kleiner, aber feiner Unterschied. Hier hinten, ähm, dort würden Sie Folgendes machen. Bei einer phi reduktion äh, müssen Sie äh, die Belastung hier oben als, äh, nicht als Multiplier, sondern als Fixed Load, das heißt die 120 äh, Kilo Newton, weil... Ähm, er würde dann hier bei, den, bei der Vc-Reduktion, reduziert er ja für diese Belastung äh, die Bodenkennwerte entsprechend. Hier gehen wir das gleich rein. Wir gehen auch auf Lower Bound Elements und äh, rechnen das Ganze in ähnlicher Weise durch. Und ähm, ja gut, ist schon berechnet, logischerweise. Ich gucke mal, damit Sie es sehen. Äh, ich schalte es mal aus. Wir rechnen das jetzt nochmal durch. Und äh, dann werden wir auch sehen, wie das Ergebnis liegt. Sie sehen, das sind insgesamt äh, zehn Rechenschritte, die er da durchgeht. Und äh, ja, für jeden einzelnen Bereich, das macht er dreimal, sehen Sie hier drüben, die adaptiven äh, Iterationen sind drei Stück. Das heißt, er rechnet dreimal zehn Rechengänge durch. Kann sich das auch hier hinten mal angucken bei den Plots. Hier sieht man relativ wenig, aber hier sehen Sie bei den, beim Solver, äh, was eigentlich passiert. Also, wenn Sie der Meinung sind, es dauert Ihnen zu langsam und er rechnet vielleicht nicht mehr, immer mal auf Solver gucken, äh, dann sehen Sie, ob er noch arbeitet. So, und jetzt müssten wir eigentlich gleich fertig sein. Ähm, 7, 8, so, und da sind wir bei einem Sicherheitsfaktor von 1,04. So, und das können wir uns auch mal angucken. Ähm, wir schauen einfach mal, wie sich das äh, abbildet. Und da sehen Sie logischerweise, wir haben etwa ein adäquates Bruchbild äh, aus der c reduktion mit der, äh, ich sag mal vergleichend äh, mit, mit dem Lower Bound Berechnungsmodus, sprich mit der Kollapstheorie. theorie da kommen gleiche Ergebnisse raus. Sicherheit 1,04 beim oberen 1,09. Das sind, ich sage mal, 3 oder 5 Prozent. Das ist durchaus tolerabel. Und insofern hätten Sie auch hier gleich den Nachweis geführt für Versagen des Gesamtsystems. Und damit sind wir eigentlich schon fast durch. Ich wollte Ihnen jetzt nochmal die Ergebnisse noch mal gesamt vorstellen. Das praktische Beispiel hatten wir. Und hier sind mal die Ergebnisse insgesamt gegenübergestellt. Wir haben Ausgangsspannungszustand berechnet. Wir haben den Pfahl-Einbau berechnet. Da kamen halt logischerweise keine Schnittkräfte raus oder nicht vernachlässigbar geringe und vernachlässigbare Verformungen. Phase 1 sind wir bei Horizontalverformung 2,3 cm, 4,9 beim ersten Ankerlage, 8,1 bei Anker 2. Die Schnittkräfte hier, Moment, Querkraft, Normalkraft, immer die Maximalwerte. Sie können sich das auch über den Pfahl gesondert ausgeben. Und dann haben wir noch zwei Rechenphasen. Mit Lower Bound Theor oder Collapse-Theorie, da wären wir bei einer Sicherheit von 0,91 beziehungsweise v c reduktion mit einem Auslastungsgrad von 0,96. 1,0 wäre zulässig. Das heißt, wir sind hier durchaus bei Gut unterwegs. Wir haben nicht viel Reserven, aber das Ganze ist passig. Ja, und damit wären wir für heute durch. Ich zeige Ihnen hier nochmal die Seminare, die oder Webinare, die wir alle bisher gemacht haben im Frühjahr. Jetzt die vom Herbst. Sieben haben wir jetzt nachgeholt aufgrund des technischen Problems beim letzten Mal oder beim vorletzten Mal. Und damit wären wir eigentlich soweit durch. Falls sie Fragen haben, äh, melden sich einfach. Falls sie Wünsche haben, was wir äh, an Beispielen oder äh, an Webinaren noch machen könnten, wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns da ein paar Tipps geben, auch was wir besser oder schlechter machen können, äh, einfach mitteilen. Und nach diesem Webinar kommt noch eine kleine Umfrage. Es wäre nett, wenn Sie da einfach nur teilnehmen, damit wir fürs nächste Mal dann auch entsprechend uns darauf vorbereiten können. Wenn Sie eine persönliche Schulung haben wollen, auch kein Problem, schreiben Sie einfach eine E-Mail oder wenn Sie ein Problem haben, was Sie nicht klären können bei der Nutzung von Optum. Äh, schicken Sie uns die Datei und die Anfrage und dann finden wir, denke ich, gemeinsam eine Lösung. Insofern bedanke ich mich. Die Zeit ist rum. Wir haben knapp überzogen, aber das äh, sehen Sie mir bitte nach. Ich habe mich äh, wie immer gefreut, dass Sie so zahlreich teilgenommen haben. Ich wünsche Ihnen was und äh, alles Gute. Wir machen die nächsten Webinare. Da kommt dann äh, im neuen Jahr voraussichtlich wieder und da geht es dann um Optum G3. Das fangen wir im Januar an, aber da kommt noch eine separate Rundmail. Und damit bedanke ich mich, wünsche Ihnen alles Gute und ciao, ciao.